Das Salberghaus ist eine Übergangseinrichtung für kleine Kinder. Kleine Kinder heißt, dass wir Kinder aufnehmen von 0 bis 6 Jahre, also wirklich kleine Kinder. Und das ist auch das, was uns von anderen Einrichtungen unterscheidet. Sind wir dafür da, Kinder in ihrer ersten Not aufzunehmen? Kinder aufzunehmen dann, wenn keiner mehr so recht weiß, wie es weitergeht. Wir versuchen die Kinder, wenn sie zu uns kommen, erstmal gut aufzunehmen. Mitarbeiterinnen sind das Wertvollste bei uns im Haus. Ich finde die Arbeit hier besonders schön, weil man vielen Kindern und auch den Eltern Perspektiven bieten kann, die sie sonst nicht hätten im Leben. Die Arbeit hier ist zutiefst sinnvoll, also die wir so machen tagtäglich. Weil wir einfach den Kindern was mitgeben können. Man baut da schon häufig eine sehr intensive Beziehung auf und es wird auch manchmal schwierig, wenn man sich wieder verabschieden muss. Es gibt Kinder, die gehen wieder zurück. Das ist bei uns gut die Hälfte der Kinder, die wir rückführen. Und jedes kleine Kind, dem wir helfen können, einen guten, ich sage immer zweiten Start ins Leben zu finden, wenn der erste nicht funktioniert hat, ist etwas sehr Wertvolles für uns alle, für unsere Gesellschaft und für jeden von uns. Mir liegt das Salberghaus deswegen so am Herzen, weil das Salberghaus ist eine Notstation für Kinder. Und das Salberghaus kämpft darum, dass man die Kinder eben nach dieser Zeit in die Familien zurückgibt. Als Mama von zwei Kindern unterstütze ich schon seit Jahren mein Herzensprojekt, das Salberghaus in Putzbrunn, da ich dazu beitragen möchte, dass so viele Kinder wie möglich in einer fürsorglichen und liebevollen Umgebung aufwachsen können. Und mir ist es ein Bedürfnis, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das Salberghaus Kinderheim für unsere bayerische Gesellschaft ist. Das ist so der Abschluss aller Maßnahmen, die wir tun hier, für jedes Kind eine Perspektive entwickeln können.